Herzlich willkommen zu Die Zukunft. Gestalten wir anders. Und heute geht es mal nicht um Jobs, sondern heute geht es darum, die Welt zu gestalten. Genau, die Welt besser zu machen. Es geht um AI for good, also Gutes tun mit künstlicher Intelligenz. Genau, und da denken ja die wenigsten dran, dass das ginge. Allerdings kann man mit künstlicher Intelligenz sehr viel Gutes tun, wenn man das richtige Denken dahinter hat. Genau, geht es fast in allen Lebensbereichen. Wir können unsere Erde verbessern, also das ist sozusagen unser Leben auf der Erde. Genau, wir können die Kultur, das Zusammenleben der Menschen, die Interaktion miteinander verbessern. Mhm. Wir können uns darum kümmern, dass Menschen, die eventuell die eine oder andere besondere Bedürfnis haben, also mehr inklusiv divers etwas zusammenzutun. Humanitäre Aktionen sind auch durch KI sehr gut unterstützbar. Und es geht natürlich um Gesundheit, weil ohne AI hätten wir auch so schnell keinen Impfstoff gehabt. Also es geht wirklich um künstliche Intelligenz und alle Lebensbereiche. Es geht um alles, was das Leben eigentlich wirklich lebenswert macht. Und diesmal für Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 18 Jahren. Das Stichwort ist Imagine Cup. Ja. Das heißt, stellt euch was vor, was ihr immer schon mal mit künstlicher Intelligenz verändern wollen würdet und ja, macht daraus ein Projekt. Genau, denn der Imagine Cup ist ein wirklicher Wettbewerb, der Programmierwettbewerb, der Zukunftswettbewerb von Microsoft. Hier in Deutschland umgesetzt zusammen mit IT Fitness und dem Microsoft ist natürlich, was braucht man dafür für Stärken? Ja, dafür braucht man eigentlich eine ganze Menge an Stärken und eine ganze Menge an Kompetenzen. Und da haben wir hier mal ein paar auf den Tisch gelegt. Und mein lieber Kompetenzexperte, Thomas Schmidt, kann dazu bestimmt das eine oder andere sagen. Nein, es ist doch relativ einfach. Du musst natürlich, wenn du dich mit künstlicher Intelligenz beschäftigst, musst du innovationsfreudig sein. Klar, das versteht sich von selber. Man sollte auch gutes Beurteilungsvermögen haben, denn man will ja etwas verbessern auf der Welt. Das heißt, man muss ja in die richtige Richtung denken. Ohne Zusammenarbeit geht überhaupt nichts. Also Imagine Cup ist auch immer etwas, was man gemeinsam macht, wo man als kleines Team etwas einreicht. Genau, wir haben die Offenheit für Veränderungen. Klar, sonst wird man es nicht machen. Kommunikation, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich, du kommst von der anderen Ecke gerade unten. Ich komme von der anderen Ecke, Kreativität. Ohne Kreativität werden wir, glaube ich, keine neuen Ideen finden, weil wir suchen ja die Ideen von Schülerinnen und Schülern, von eigenen, sozusagen eigene Ideen. Ihr könnt eine kleine Gruppe bauen, das haben wir schon gesehen, deshalb Kollaboration. Genau. Und solltet aber natürlich auch erstmal analysieren, worum geht es euch? Was ist wirklich wichtig und was wollt ihr damit erreichen? Und auch das finde ich wichtig, die innere Haltung, das heißt normativ-ethische Einstellung, das heißt, was wollt ihr als innere Haltung damit in der Welt verbessern? Und da solltet ihr euch ein paar Punkte und zu hier notieren. Kann man, wenn man gewinnen will, ist ja ein weltweiter Wettbewerb, hier kann man noch mal ein bisschen gucken, auch was gibt es schon und was gibt es nicht, denn wir wollen ja, dass ihr wirklich euer eigenes KI-Projekt entwerft. Dafür gibt es eine ganze Menge von Material. Haben wir wieder bei IT Fitness in der Akademie aufbereitet. Ja, da kann man sich das ganz genau angucken, was es da alles schon gibt und vor allen Dingen, wie man an das Thema rangeht und was die Voraussetzungen sind, wie die Ideen aussehen sollten und wie man damit umgehen kann. Genau, es geht Schritt für Schritt. Der gute Alan Turing war auch schon zu sehen. Die nächste, Alice Zhang. Okay, also hier sieht man auch wichtige Personen, die schon etwas mit KI gemacht haben. Und es gibt hier eine wunderbare Präsentation. Es geht um AI for good. Es gibt 5 Kategorien, glaube ich. Gucken wir nach. Wollen wir nachgucken? Ja, gucken wir nach. Gucken wir einfach nach. Das sind die Kategorien, die wir haben. AI for Earth. Genau. AI for Cultural Heritage. Oh, ich bin so glücklich, dass du das gesprochen hast. AI for Accessibility. Und AI for Humanitarian Action. Und dann AI for Health. Das Ganze sind hier natürlich englische Ziele, weil ein globaler Wettbewerb, aber ihr werdet alle intelligent genug sein, euch das schnell übersetzen zu können. Und wenn ihr aufgepasst habt, wir haben es ja vorhin auch schon erwähnt. Und das sind aber tatsächlich die Sachen, mit denen man auch Welt verändern kann. Und das ist hier ein Druck, den Microsoft auch mit unterstützt. Genau. Und ihr könnt halt hier auch euch wirklich gute Fähigkeiten, gute wirkliche Kompetenzen auch im Umgang mit künstlicher Intelligenz aneignen, denn das soll euch auch bitte hier gesagt sein, künstliche Intelligenz wird man in jedem Lebensbereich, in jedem Berufsfeld, was man irgendwie in der nächsten Zukunft anstrebt, brauchen. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen und ein paar Fähigkeiten zu erlernen, hilft. Und was können wir bieten? Wir bieten einerseits mit unserer Lernakademie bei IT Fitness ein Unterstützungsprogramm für euch, für Schülerinnen und Schüler ganz konkret. Wir haben Expertinnen und Experten, die mit reinkommen. Wir geben Technologiehilfe mit den sogenannten Azure Cognitive Services. Da haben wir auch Lernangebote dazu. Richtig? Genau, und da kann man auch mal reingucken, weil das ist immer wieder ganz hilfreich, dass man sich da so ein bisschen inspirieren lässt, was es da gibt. Und und was ihr machen müsst, ihr müsst eigentlich erstmal ein Problem in der Welt identifizieren, was ihr lösen wollt. Genau, was ihr mit KI und mit Technologie lösen wollt. Viele Probleme kann man ja vielleicht auch anders lösen. Ja, genau, aber das eben hier jetzt mit künstlicher Intelligenz, dann
bildet ihr ganz einfach eine Gruppe. Das ist einfach, das kann jeder mit Leuten, die euch interessieren und die sich auch für das Thema interessieren. Und gemeinsam entwerft ihr dann euer eigenes KI-Projekt. Und nicht vergessen, eure Idee auch einzureichen. Auch das könnt ihr alles bei uns erfahren hier. Denn ja, die Zukunft gestalten wir einfach anders. Mitmachen beim Imagine Cup. Jetzt.